Ende der 80er Jahre Rainer Feig zusammen den Informationsbrief Weltwirtschaft und Entwicklung gegründet und betreibt den noch bis heute, immer noch mit sehr interessanten Artikeln, komme ich gleich nochmal drauf zurück, hat dann Wiz gegründet, war auch nicht ganz unbeteiligt bei der Entstehung von ATTAC Deutschland. Er war zusammen mit Anja Osterhaus derjenige, der zur Initiative eingeladen hat, aus der 1999, aus der dann im Jahr 2000 die Gründung von ATTAC entstanden ist, und war die ersten 7 Jahre Mitglied des Koordinierungskreises und war sozusagen gegenüber den Medien auch die zentrale Ansprechperson. In der letzten Zeit ist er wieder ein bisschen mehr ins Blickfeld gerückt. Er hat im Sommer im Informationsbrief, den ich gerade angesprochen hatte, einen Artikel über die Konsequenzen geschrieben, die man aus der Situation in Griechenland ziehen sollte, und hatte dann gefordert, die Linke muss sich einen Plan B überlegen. Denn wie eben das Beispiel Griechenland gezeigt hat, in den gegenwärtigen Strukturen sind Alternativen kaum durchsetzbar. Für mich war das damals das erste Mal, dass ich von einem Plan B gehört habe. In der Zwischenzeit gibt es ja viele Plan Bs. Es gibt sogar A2s und was weiß ich. Von daher wird es interessant sein zu hören, wie der Peter Wahl zur Seitenposition gekommen ist, wie sich das in der Zwischenzeit entwickelt hat. Es gibt ja sehr viele Vorstellungen, was man sich als Alternativen vorzustellen hat. Das geht von zurück zum nationalen Staat über zerstört die Eurozone bis ganz aktuell in der jungen Welt, Herbert Schulz geschrieben hat, wir müssen vorwärts zum europäischen Bundesstaat. Von daher wird es ganz spannend sein zu hören, wie der Peter Wahl zu dieser Entwicklung Stellung nimmt und seine aktuelle Position darstellt. Peter, darf ich dich bitten? Der Saal hier so voll ist bei diesem Thema, freue mich wirklich in München zu sein und hoffe auf eine spannende Diskussion. Mein Thema war vereinbarungsgemäß mit den Veranstaltern, dass ich mich konzentriere auf die Währungsproblematik. Ich kann am Schluss natürlich auch auf die etwas breiteren Fragen eingehen über die Zukunft der EU als solche. Aber zunächst einmal würde ich sagen, konzentrieren wir uns auf die Währungsfrage in meinem Beitrag, weil sie auch eine Schlüsselfrage ist. Nicht die einzige, aber wie es mit dieser Währung weitergehen wird, davon wird insgesamt auch die Entwicklung der EU in hohem Maße abhängen. Fangen wir also an. Ich werde folgende Punkte in meiner Einleitung anschneiden. Zum einen eine kleine Einleitung zu dem Thema, zweitens zu den internen Widersprüchen des Währungssystems, dass das eigentlich zu einer unmöglichen Währung macht. Ich werde was zur Rolle der Finanzkrise sagen, die quasi ein Zünder gebildet hat, um diese Eurokrise zum Detonieren zu bringen, dann etwas zur EZB und dann zu den Alternativen, die sich anbieten würden. Fangen wir gleich an mit der Einleitung. Alexis hat mir ja in seinem Vortrag bereits so ein kleines bisschen die Butter vom Brot genommen, indem er gesagt hat, dass der Euro eigentlich einen schweren Konstruktionsfehler oder mehrere Konstruktionsfehler enthält. Das ist vollkommen richtig. Das ist jetzt nicht nur die Meinung von Alexis und auch von mir, sondern das Zitat habe ich aus einem Artikel auf der FAZ von Wolfgang Schäuble, der ist eine Woche alt, dieser Artikel, in dem also jemand, den man jetzt erst nicht als grundsätzlich eurokritisch einordnen würde, klipp und klar sagt, dass dieses Währungssystem Konstruktionsmängel hat. Wenn der das schon sagt, dürfte etwas dran sein. Also wir reden jetzt nicht über irgendeine linke These, sondern wir reden etwas, was im Grunde Konsens ist. Und man findet übrigens auch bei der Kanzlerin schon 2011 in einer Regierungserklärung einen Satz, der in die ähnliche Richtung geht, typisch merkelisch formuliert, der Euro ist nicht unbedingt eine ideale Konstruktion. So formuliert sie. Also es gibt quer durch die politischen Lager ein Unbehagen
am Euro. Und die Kernfrage ist jetzt, wie geht man um mit den Konstruktionsmitteln, das ist, Konstruktionsfehlern? Und da gibt es natürlich die Lösung aller Schäuble. Ist nicht so, dass die keine Ideen hätten und einfach mal weitermachen wollen. Und es gibt ein Lösungen, vielleicht sollte man im Plural davon reden, die man eher als emanzipatorisch bezeichnen könnte. Was auf alle Fälle nicht geht, ist ein Weiter-so. Das ist etwas, was auch Schäuble, was auch in der Kommission und im Grunde mit allen Leuten, die irgendwie was von der Materie verstehen, weitgehend Konsens ist. Es muss sich etwas ändern mit dieser Währungsgeschichte. So. Bevor wir aber jetzt zu dieser Frage kommen, muss man einmal festhalten, dass eine gemeinsame Währung jetzt nicht per se und grundsätzlich etwas Schlechtes sein muss. Manche werden wissen, dass zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg John Maynard Keynes vorgeschlagen hat, man soll so etwas wie eine Weltwährung gründen oder bilden. Er hat von einer neutralen Währung damals geträumt, ist es dann der Dollar geworden, der so etwas wie die internationale Leit- oder die internationale Weltwährung geworden ist. Aber dass man dahin streben sollte, die Verschiedenheiten der Währungen aufzuheben, ist im Prinzip unter Ökonomen jetzt erstmal nichts Bösartiges, sondern im Gegenteil, das wird begrüßt. Es läuft ja darauf hinaus, auch auf eine Abschaffung des Marktes für Währungen, also der ganze Devisenmarkt, wie man das nennt, der würde im Grunde verschwinden, wenn es eine gemeinsame Währung gibt. Und das hat es in der Vergangenheit, zumindest in Teilen der Welt, ja auch immer wieder gegeben. Denken wir an die deutsche Geschichte, 1852 oder wann ist der Norddeutsche Bund gegründet worden. Und bevor der deutsche Nationalstaat 1871 entstanden ist, gab es bereits eine Währung, eine gemeinsame. Und darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen, was sowas dann bedeutet. Es bedeutet nämlich eine Senkung von Transaktionskosten. Es ist viel billiger, günstiger, internationalen Handel zu betreiben, wenn man eine gemeinsame Währung hat, als wenn man jetzt von Franc in Lire immer umrechnen muss, von D-Mark in Dollar und so weiter und so fort. Und das Risiko, das damit verbunden ist, mit Transaktionen zwischen Währungen, würde ausgeschaltet. Man kennt das, ich angenommen, Münchner Firma Siemens verkauft eine Turbine nach Argentinien, die muss produziert werden, das dauert 6 Wochen und dann, oder ein halbes Jahr und dann wird sie nochmal verschifft über 3 Monate. Und zum Zeitpunkt, als der Vertrag abgeschlossen wurde, war das Verhältnis von Euro zu Peso meinetwegen 1:2 und plötzlich, nachdem die Turbine fertig ist, ist es 1:4 oder 1:5 oder so. Das ist ein Risiko und gegen dieses Risiko natürlich, um das zu entgehen, schützen sich Unternehmen, sie machen sogenanntes Hedging, ja, das heißt, sie kaufen ein Derivat oder legen sonst wie fest, dass der Wechselkurs im Verlauf des Geschäfts, selbst wenn er sich ändert, dann im Grunde nach der ursprünglichen Fassung abgewickelt wird. Also auch das ist ein Vorteil, wenn man eine gemeinsame Währung hat. Ein weiterer Punkt ist beim Euro und bei größeren Währungen, dass sie eine Wirtschaft gegen spekulative Attacken schützen kann. Insofern haben zum Beispiel kleinere Währungen damals die Drachen oder selbst größere Währungen natürlich einen Vorteil, wenn sie in einem großen Währungsverbund, in einer großen gemeinsamen Währung ist, weil sich dann Spekulanten einfach gar nicht mehr trauen, gegen so ein Ding zu spekulieren. Und schließlich, das war eigentlich die Ausgangsidee des Euro, ist es ein Katalysator oder ein Treibsatz, wenn man so will, ein Motor für politische Integration. Die Idee des Euro, als die in den 90er Jahren stark geworden ist, war weniger all diese ökonomischen Vorteile zu erzielen, das auch, ja. Der Kerngedanke, warum das ganze Projekt dann losgetreten wurde, war ein politisches, nach der deutschen Einigung befürchteten einige, darunter sehr stark die französische Regierung mit Mitterrand, dass das dazu führen würde, dass Deutschland eine zu große Rolle spielt in der EU. Und um Deutschland einzubinden, das neue Vereinigte Deutschland ökonomisch, sollte diese Währung gemacht werden.
Das war sicherlich ein großer Irrtum von Winterbaum, wie wir heute sehen. Aber im Prinzip ist auch an diesem Gedanken etwas dran. Ich habe bereits das Beispiel erwähnt mit der Gründung des Deutschen Reiches. Da war in der Tat diese gemeinsame Währung ein wichtiger Katalysator, der den Prozess angeschoben hat, mitgeholfen hat, nicht alleine natürlich, um diese deutsche Einheit zustande zu kommen. Und das Gleiche hatten wir 1990 mit der DDR, als die Menschen in der DDR diesen Slogan hatten: Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihr. Also auch die D-Mark, deren Übertragung in die DDR-Wirtschaft damals war ein ganz wichtiger, auch nicht der einzige, aber ein ganz wichtiger Faktor, um die Einheit, dann auch die politische Einheit des Landes zu vollenden. Also man sieht, wenn man Währungen betrachtet, das muss nicht immer schlecht sein. Entscheidend ist der Kontext, entscheidend ist der Zusammenhang, in dem so etwas geschieht. Weiterhin muss man als nächstes wissen, eine Währung ist mehr als Münzen, Geldschein oder der Kontostand. Eine Währung ist ein System, deswegen heißt es ja auch offiziell europäisches Währungssystem, man kann sagen, es ist ein gesellschaftliches Verhältnis, wie hier an dem Schaubild sichtbar wird, über die Münzen, über die Scheine, natürlich auch über die Kontostände, entsteht quasi eine Verbindung zwischen den einzelnen Menschen und Menschengruppen, die mit Hilfe dieses Mediums Geld bestimmte ökonomische Dinge tun können, nämlich was kaufen oder was verkaufen. Es ist wie ein Vertrag, wenn man so will, zwischen denen, die diese Währung benutzen, und dass dieser Vertrag gehalten wird, nämlich dass ich für 100 Euro eben, ein Handy kriege, ein neues, ja. Dieses Vertrauen, dass dieser Vertrag erfüllt wird, wird natürlich abgesichert durch Institutionen und Regeln, durch Gesetze. Und eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Zentralbank und deren Regeln, die Statuten der EZB, und das gilt für jede andere Währung auch, die Fed, also die amerikanische Zentralbank hat das, auch sie hat ihre Regeln, die sind anders als die der EZB in vielerlei Hinsicht und so weiter, also das hat jede und das Ganze wird natürlich sozusagen umfasst und ist eingebettet in einen Staat, in ein Gemeinwesen, Staatlichkeit. Das muss man alles bedenken, wenn man über Währung redet und sollte nicht die Vorstellung haben, es geht da jetzt nur um die Geldscheine, sozusagen um die Knete alleine. Das ist es nicht. Jetzt kommen wir aber, ich habe das bereits gesagt, zu der Frage, in welchen Kontext ist diese Währung Euro eingebettet? Und da muss man sehen, dass sie einige Besonderheiten aufweist im Vergleich zu vielen anderen oder praktisch allen Währungen. So wie die EU selbst unter staatstheoretischen Gründen ein völlig einmaliges Gebilde ist, nämlich eine Mischung aus einem Staatenbund, also einer Allianz von Nationalstaaten, in das eingelassen ist, in dieses Bündnis supranationale Elemente. So ist natürlich auch die Währung in diese historisch einmalige Konstellation der EU eingebunden. Sie ist nämlich eine Währung ohne Land oder ohne Staat, wenn man so will. Das ist eine erste fundamentale Erkenntnis, die man braucht, um zu verstehen, dass es mit dem Euro ein bisschen anders ist wie mit dem Dollar, dem Yen, dem Yuan oder dem Rubel oder dem Quatscha oder was auch immer sonst an Währung. Es ist nämlich eine Währung ohne einen Staat und es ist stattdessen eine Währung mit 19 Staaten, wenn man so will, und das hat Konsequenzen, diese Tatsachen. Nämlich diese Staaten, die diese gemeinsame Währung haben, haben ein extrem unterschiedliches Entwicklungsniveau. Das denke ich, die Zahlen muss man sich genau sehen, das wissen die meisten, dass es natürlich einen Riesenunterschied gibt zwischen Litauen und Deutschland volkswirtschaftlich, und zwar nicht nur in der absoluten Größe, sondern auch im Niveau des Wohlstandes. Das sieht man an dem Pro-Kopf-Einkommen, das ist die rechte Spalte. Grosso modo, da kann man kritisieren, aber im Großen und Ganzen ist ein brauchbarer Indikator,
um Wohlstandsniveaus zu erkennen. Und da sieht man also zwischen Deutschland mit 47.000 Dollar pro Kopf und den 15.000 in Litauen zum Beispiel, ebenfalls Euro-Mitglied, ist ein extremer Unterschied. Das ist dreimal so viel. Ja? Das heißt, um sozusagen die Botschaft aus diesem Bild zu ziehen, wir haben es bei diesen 19 Ländern mit einer außerordentlich heterogenen, ökonomisch äußerst unterschiedlichen Gruppierung zu tun. Und dass das auch das hat wiederum Konsequenzen, und zwar im Augenblick vor allem für die Peripherie, das heißt für die Krisenländer am Mittelmeer. Nachdem der Euro eingeführt war, schien es am Anfang, na, das ist ja sehr praktisch und günstig, weil einer der Vorzüge dann, wenn man eine solche gemeinsame Währung hat, ist der, dass für alle auf den Kapitalmärkten die gleichen Zinssätze gelten. Wenn ich also einen Kredit aufnehme als Portugiese oder als Grieche im Jahre 2003, 2004 oder 2005, dann zahle ich genauso viel wie die Deutschen oder die Franzosen. Und das ist am Anfang, weil es ist jetzt eine Währung und das, wie so schön heißt, Vertrauen der Finanzmärkte in diese Währung war seinerzeit eben groß. Und deswegen sah das am Anfang ganz gut aus. Das hat viel geholfen bei der Entwicklung der peripheren Euro-Mitgliedstaaten. Sie kamen günstig an Kredite an. Das hat das Wachstum in diesen Ländern befördert und damit auch den Konsum und die Konsummöglichkeiten. Hat auch dazu geführt, dass es eine Schere bei den Lohnstückkosten gab zwischen Zentrum und Peripherie, insbesondere zwischen Deutschland und zwischen den Peripherieländern, aber auch Italien und Frankreich. Dort sind die Lohnstückkosten stark gewachsen und in Deutschland sind sie vor allem in der Periode Rot-Grün stagniert, beziehungsweise sind sogar leicht gesunken, nochmal verstärkt sozusagen durch die Hartz IV und Agenda 2010 Politik, sodass es zwischen der Peripherie Deutschland und dem, zwischen dem Zentrum Deutschland und der Peripherie Unterschiede gab, ein Auseinanderklaffen der Lohnstückkosten. Gleichzeitig kam es zu einer ebensolchen Schere bei den Inflationsraten. In Deutschland waren die Preise und die Preiserhöhungen sehr moderat bis wenig, während sie in den Peripherieländern stärker waren. Dass auch die Wettbewerbsfähigkeit, und zwar die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Peripherieökonomien gelitten hat. Das heißt, die haben einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit hingenommen. Um das auszugleichen, diese Wettbewerbsverluste, haben sie verstärkt sich verschuldet. Und bei wem haben sie sich verschuldet? Wiederum im Zentrum, das heißt bei den Banken in Deutschland, bei Banken in Frankreich und zum Teil auch außerhalb der Eurozone. Jedenfalls ist die Verschuldung angewachsen. Grundstückkosten besagt ja, was in einer Stunde quasi produziert wird in einem gegebenen volkswirtschaftlichen Kontext. Ja. Und aus diesem Grunde, weil natürlich die Produktivität nicht im gleichen Maße gewachsen ist und Deutschland, auch die Niederlande, Finnland, Belgien, Benelux, Frankreich natürlich eine avanciertere Volkswirtschaft mit höheren Produktivitätsraten hatte, hat das dazu geführt, dass die Lohnstückkosten zugenommen haben. Das entscheidende Ergebnis ist, dass durch diese Dynamik die Kluft zwischen Zentrum und Peripherie im Grunde sich strukturell vertieft, verfestigt und nicht überwunden werden kann, vor allem dann, wenn es zu externen Schocks kommt. Das war ja dann mit der Finanzkrise der Fall gewesen. Wie kann man jetzt mit einer solchen Situation umgehen, dass es diese Heterogenität gibt, dieses Auseinanderklaffen zwischen Teilen der Volkswirtschaft? Sie können sich das vorstellen, wie, sagen wir mal 1860, zwischen ländlichen Gebieten, Preußen und so weiter, einerseits in dem Ruhrgebiet oder dem Saarland, die seinerzeit bereits sehr avanciert waren. Auch damals bestand dieses Problem, bestand innerhalb und dann auch lange Zeit noch im Deutschen Reich fort,
diese Situation der großen Ungleichheit, der regionalen Differenzen innerhalb dieses einen Währungsraums. Die haben das damals gelöst, das Problem, so nach und nach, indem eben ein gemeinsamer Staat gebildet worden ist und sozusagen alles unter einem Dach sich hat vereinigen können. Und das hat die Möglichkeit gegeben, dass diese Regionen sich ökonomisch entwickelt haben. Es gibt in einer solchen Situation, das wäre auch damals, bevor die gemeinsame Währung gemacht worden ist, hätte es diese Möglichkeit gegeben, und die gibt es zwischen Währungen bis heute, dass dann eine solche Währung, die einer Volkswirtschaft, die zurückgefallen ist, abwertet. Und wenn sie abwertet, kann sie ihre Produkte, die sie auf dem Weltmarkt verkaufen will, billiger anbieten. Das heißt, es steigt wieder ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Das ist der ökonomische Zusammenhang. Aber, und jetzt kommt die Besonderheit der Eurozone, dieses Instrument für eine Regierung fällt aus, weil mit dem Euro die Wechselkurssouveränität aufgegeben worden ist. Das heißt, ein Land kann jetzt nicht mehr in Portugal oder in Griechenland oder auch nicht in Finnland darüber bestimmen, über seinen Wechselkurs. Es kann nicht abwerten, einfach deswegen, weil das jetzt unter der Kontrolle der EZB ist. Das ist der erste Weg oder das erste Instrument, das man hätte ergreifen können, das aber aus der Hand geschlagen ist, seitdem es den Euro gibt. Die zweite Möglichkeit, und das ist dann sehr stark in Nationalstaaten geschehen, in Deutschland, auch in Deutschland nach der Wiedervereinigung, dass dann Transferzahlungen stattfinden. Das heißt, der Rückstand oder die Probleme, die in den, jetzt mal in Anführungszeichen, unterentwickelten oder zurückgebliebenen oder peripheren Teilen des Landes ist, werden ausgeglichen durch Transferzahlungen. Das haben wir ganz extrem bis heute zwischen Ost- und Westdeutschland, wo also der sogenannte Soli, der Solidaritätszuschlag, aber auch viele andere Formen des Transfers stattfinden. Die gleichen das dann aus. Aber das funktioniert in der EU bzw. in der Eurozone auch nicht. Zum einen, weil es prinzipiell abgelehnt wird. Zum zweiten aber, das ist jetzt ein Argument, das für uns hier von Bedeutung ist. Man könnte ja sagen, okay, man muss solidarisch sein, und angenommen, die Linke kommt an die Regierung und dann wird das gemacht. Dann werden Transferzahlungen gemacht. Es gibt Modellrechnungen, die jetzt mal grob kalkuliert haben, was das kosten würde. Und wir wissen alle, dass der Soli mit einer Bevölkerung in Ostdeutschland von damals 17 Millionen oder heute 17 Millionen, weiß nicht, 1,2 Billionen seit der Wiedervereinigung beträgt. Das ist eine ordentliche Summe, aber wenn man mal sich anguckt, das ist ein kleiner Raum. Wenn man jetzt überlegt, das müsste man für Italien, für Spanien, für Portugal, für Griechenland machen, dann kommen Summen zusammen nach Kalkulationen, die bis zwischen 8% und 12% des deutschen Bruttoinlandsprodukts ausmachen würden. Kann man sich vorstellen, was das bedeutet? Wir haben also ein Bruttoinlandsprodukt von 3,2 oder 3,4 Billionen. 10% davon wären 350 Milliarden. Und möchte ich mal sehen, mit einer Sarah Wagenknecht als Bundeskanzlerin, wie lange die Bundeskanzlerin bleibt, wenn sie jedes Jahr 380 oder 350 Milliarden abdrückt an das Mittelmeer. Also auch für die Linken würden sich da irgendwann quantitative, furchtbares Wort, Obergrenzen stellen, ja, aus anderen Zusammenhängen. Also die Solidarität wäre nicht ganz einfach. Das muss man da mal berücksichtigen, jenseits der Frage, dass natürlich auch von vornherein das abgelehnt wird von der Mehrheit der Bevölkerung im Augenblick. Es gibt dann eine dritte Möglichkeit der Migration. Das haben wir bei der deutschen Einheit sehr stark erlebt, schon im 19. Jahrhundert. Diese gewaltigen Wanderungen aus Schlesien in die Industriegebiete, nach Berlin und so weiter. Alles das hat es gegeben. Die Landbevölkerung ist in die Städte gezogen. Das ist ein grundlegender Prozess, den sieht man überall in der Welt. Also Migration ist ein Mittel, um
diese Differenzen zwischen peripheren und zentralen Wirtschaftsräumen zu kompensieren ein bisschen. Und das funktioniert zur Hälfte. Also das ist jetzt nicht völlig, weil innerhalb der Eurozone bzw. der EU natürlich Freizügigkeit besteht im Prinzip, aber das Ganze ist natürlich ein bisschen komplizierter, als wenn jemand von München zum Arbeiten nach Hamburg muss oder umgekehrt, oder von Leipzig nach Kassel, weil natürlich die kulturelle, die sprachliche und so weiter Differenzen viel größer sind. Aber es gibt ja sehr viele Migranten aus Griechenland, aus Portugal, gerade nach und mit der Krise. Aber es hat auch noch eine zweite Kehrseite. Das bedeutet natürlich, diese Migration, dass sie die Volkswirtschaften, wo die Leute herkommen, schwächt, weil eben ein Großteil des Brains und natürlich der Arbeitskraft denen verloren geht. Insofern ist innerhalb der Eurozone das ein nur beschränkt nutzbares Mittel. Und dann gibt es das berühmte Mittel der sogenannten internen Abwertung. Was ist das? Die interne Abwertung, also wir haben die Abwertung des Wechselkurses, ist sozusagen out. Interne Abwertung heißt Lohnsenkungen, heißt Austerität, heißt Sparen. Das ist die Methode, die wir nun erleben im Augenblick. Und es gibt den Weg, so etwas wie eine Ersatzstaatlichkeit zu schaffen, die also versucht, politische Instrumentarien zu schaffen, zum Beispiel Eurozonenfinanzminister ist so ein Stichwort, mit dem versucht wird, eine Lösung der heterogenen, auseinanderstrebenden Ökonomien zu bekommen. Und da sind Stichworte, wie das probiert wird im Augenblick, der Fiskalpakt, der Sixpack und die Fiskalunion, das sind alles Projekte der EU und der Fünf-Präsidenten-Bericht, der vorhin schon erwähnt worden ist, geht im Grunde in die gleiche Richtung. Auch der soll dazu dienen, im Prinzip den fehlenden Staat dieser Währung zu ersetzen durch Hilfskonstruktionen, durch Krücken, wenn man so will. Und das sind die genannten Krücken. Das sieht zum Beispiel dieser Präsidentenbericht vor, die Idee, eine Politik zu betreiben, wo Lohnmoderation, so wie sie mit Hartz IV und Agenda 2010 betrieben worden ist, auf die gesamte Eurozone auszudehnen und quasi von oben einzusetzen. Das nennt man die interne Abwertung. Und dieses Paket zusammen ist also die herrschende Lösungsvariante und ist bestimmt, darüber brauche ich jetzt keine weiteren Worte zu verlieren, keine emanzipatorische. Um sozusagen eine Zwischenbilanz zu ziehen, die Eurozone ist aus diesen genannten Gründen kein optimaler Währungsraum. Sie führt dazu, dass die staatliche Handlungsfähigkeit, also die Souveränität über den Wechselkurs und damit auch die Souveränität über die Geldpolitik, also die Steuerung der Geldmengen in der Gesellschaft und der Zinspolitik, also über ganz wichtige volkswirtschaftliche Stellgrößen verloren geht, weil bzw. auswandert oder abwandert hin zu diesen zentralen Institutionen, insbesondere zur europäischen Zentralpolitik. Also die Wechselpolitik, Wechselkurspolitik, die Geldpolitik und die Fiskalpolitik sind den Regierungen aus der Hand genommen. Es hat einen Souveränitätstransfer gegeben an die EZB. Und dieser Zustand insgesamt ist auf Dauer nicht zu halten. Jetzt kommt aber ein weiterer Faktor dazu. Das wäre alles passiert, wenn die Finanzkrise nicht gekommen wäre, früher oder später, vielleicht 3-4 Jahre später, vielleicht auch 5 oder 6 Jahre später, das weiß man nicht. Aber es gab dann einen Zünder, der diese Bombe hat hochgehen lassen. Das war die Finanzkrise, die 2008 losgebrochen ist. Die hatte ja dann als Gegenmaßnahmen diese riesigen Bankenrettungsmaßnahmen plus Krisenprogramme, Konjunkturprogramme, bei uns hieß das Schrottprämie, die Konsequenzen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft etwas abfedern sollten, was sie ja auch zum Teil mit Erfolg getan haben, jedenfalls bei uns, wenn man mal so Fragen wie ökologische Nachhaltigkeit etc. weglässt. Aber sie haben ganz dramatisch die Schulden im Euroraum nach oben getrieben, in einigen Ländern bis zur Verdoppelung, extrem in Irland, aber auch
Länder wie Spanien, Italien und inzwischen auch Frankreich haben eine drastische Erhöhung ihrer Staatsschulden, ihrer öffentlichen Schulden hinnehmen. Und das ist jetzt eine weitere Besonderheit. Diese Schulden wirken wie Schulden in einer Fremdwährung. Das heißt, es sind die gleichen Schulden. Einige werden sich noch erinnern an die Finanzkrise der Entwicklungsländer in den 90er und bis in die Nullerjahre hinein. Ne? Da waren also die Entwicklungsländer verschuldet in Dollar, wenn Sambia oder Nigeria oder Brasilien oder Argentinien in Dollar verschuldet ist. Und dann ist das eine sehr harte Geschichte, weil sie müssen ihre Schulden in dieser Währung abbezahlen. Das heißt, sie können das nicht drucken, das Geld, ja. Im Gegensatz zu den USA, die, weil sie Weltwährung sind, sich im Ausland verschulden können, ohne dieses Wechselkursrisiko zu haben. Und die können dann einfach durch Gelddrucken ihre T-Bonds wieder zurückkaufen, wenn sie wollen. Also hier haben wir das Phänomen, dass die Staatsverschuldung unter Bedingung des Euro de facto wirkt, obwohl es das gleiche Zahlungsmittel ist bei uns, als ob es eine Fremdwährung wäre. Das macht die besondere Härte dieser Schuldenkrise aus. Japan zum Beispiel hat auch einen Haufen Schulden. Die haben über 200% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden. Das ist kein Problem für die, das kratzt niemand. Einfach deswegen, weil das zu 95% alles in Yen ist, das heißt in Inlandswährung. Ja. Da kann man kann man notfalls drucken. Das bringt andere Probleme, aber jedenfalls ist das Schuldenproblem nicht so drückend und nicht so hart, als wenn man fremd. So, und die Schulden, die jetzt gewachsen sind, verstärken natürlich den Zwang zur Austeritätspolitik, denn der Maastricht-Vertrag schreibt ja vor, dass man nur 60% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden haben darf als Regierung. Frankreich ist jetzt kurz vor 100%, Italien bei 120-130%, Griechenland bei 180%. Also das sind alles drastische Überschreitungen der Maastricht-Kriterien und die setzen natürlich diesen starken Druck, jetzt ständig zu sparen. Und wo spart man? Nicht bei der Bundeswehr und nicht bei der Armee oder sonst was, sondern natürlich im Bereich Soziales, Bildung und anderes. Und eine dritte wichtige Komponente dieser Problemlage ist, dass durch die erhöhten Schulden eine verstärkte Abhängigkeit bis hin zur Erpressbarkeit durch die EU-Kommission, durch die EU-Institutionen und hier an erster Stelle wiederum durch die EZB stattfinden kann. Das haben wir ganz klassisch gesehen im Falle Griechenland. Tsipras ist nicht wegen Schäuble auf die Knie gegangen. Schäuble ist nur Finanzminister und noch bevor Tsipras, bevor sozusagen diese Entscheidung fiel, hätte ja Merkel letztendlich entscheiden können und ich vermute, sie hätte auch entschieden, wenn Tsipras hart geblieben ist, dass man einen Kompromiss macht und den Griechen entgegenkommt, weil nämlich die USA starken Druck gemacht haben. Der Obama hat dreimal in der Woche mit Merkel telefoniert und hat gesagt, ich möchte, dass die in der Eurozone bleiben, weil das sonst den Putin zu sehr freut und zu dessen Nutzen und Frommen ist. Also aus geopolitischen Gründen. Und deswegen hätte sich, wenn es hart auf hart gekommen wäre, auch die Merkel nicht sozusagen getraut, da was zu machen. Aber wer dann das hart und materiell durchgesetzt hat, war die EZB. Wenn man nämlich den Geldhahn abdreht unter den Bedingungen, unter denen Griechenland lebt, ist innerhalb einer Woche sozusagen Schluss, dann bricht die Wirtschaft zusammen, wenn man keinen Plan B hat. Also zum Beispiel eine andere Währung oder wenn man aus dem Euro austreten würde. Also das wären die Pläne B gewesen und das war in Griechenland aus mehreren Gründen nicht der Fall und deswegen hat die EZB letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, indem sie den griechischen Banken die Kredite nicht gegeben hätte, die sie gebraucht hätten und die Wirtschaft wäre zusammengebrochen. Also das ist die Macht, auch die außerökonomische Macht der EZB. Und jetzt kommen wir zu einem dritten Faktor, der den Euro zu was Speziellem und was Besonderem machen, oder das Eurosystem. Und das spielt hier hinein, nämlich dass die EZB sich von anderen Zentralbanken sehr unterscheidet, nicht nur, weil sie ohne Land ist,
sondern weil sie aus diesem Grunde mit den 19 Ländern besonders unabhängig ist. Die neoliberale monetaristische Theorie sagt, Zentralbanken müssen unabhängig sein von der Politik, von Regierungen, weil sonst die Regierungen ständig Geld gedruckt haben wollen und wie wahnsinnig Geld ausgeben. Das ist der Kerngedanke des Unabhängigkeitsgedankens. Der ist bei allen großen Ländern mit ihren Zentralbanken drin, aber in unterschiedlicher Intensität. Die Federal Reserve Bank in Washington zum Beispiel ist verpflichtet, alle Vierteljahre dem Kongress Bericht zu erstatten. Da gibt es eine Kommission, die kontrolliert die, alle Vierteljahre müssen die Bericht erstatten. Hinzu kommt, dass durch die Nominierungspolitik des Chefs ebenfalls ein Einfluss der Regierung auf diese Zentralbank da ist und deswegen die Fed immer eine Politik gemacht hat, die den Interessen der US-Wirtschaft entgegengekommen ist. Das geht mit 19 Ländern schon mal allein aus der Vielzahl nicht, aber das geht auch deswegen nicht, weil die EZB nicht einmal dem Europäischen Parlament gegenüber verpflichtet ist, alle Vierteljahre oder wann auch immer Bericht zu erstatten. Sie tut es inzwischen freiwillig, aber das ist nicht verfassungsmäßig verankert und sie kann da sagen, was sie will und verheimlichen vor allem, was sie will. Also insofern ist das keine wirkliche Rechenschaftslücke. Das heißt, das Unabhängigkeitsdogma des Monetarismus ist bei der EZB stärker als bei allen anderen. Zweitens gibt es das No-Bail-Out-Gebot. Es fehlt die Funktion des Lender of Last Resort. Was ist das? Warum sind Zentralbanken erfunden worden? Die Bank of England war im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert die erste, die quasi erfunden worden ist als Zentralbank. Und die Grundidee war es, in einer Krise, in einer großen, den Staat vor einer Pleite zu retten. Das ist der Grundgedanke, deswegen sind Zentralbanken erfunden worden. Das heißt im Fachausdruck Lender of Last Resort, also der Geldgeber der letzten Zuflucht, wenn man so will. Und dies ist ausdrücklich, und hier wiederum auf sehr starken Druck der Deutschen, in den Statuten der EZB verboten. Die EZB darf, wenn eines seiner 19 Länder vor Bankrott steht, das nicht retten. So steht es in den Statuten. Dann kommt eine weitere Besonderheit hinzu, das Mandat der EZB ist auf einen Punkt konzentriert, nämlich die Inflationsbekämpfung, Geldwertstabilität, während andere Banken, wie zum Beispiel wiederum die amerikanische Zentralbank, drei gleichwertige Ziele hat, nämlich zwar auch Geldwertstabilität, aber gleichwertig Wachstum und gleichwertigen Jobs, also Arbeitsplätze. Das ist also ein anderes Mandat. Auch hier die EZB eine Sonderrolle. Und es gibt, das hat Alexis bereits erwähnt, die mandatswidrige Verknüpfung mit der Autorität. In keiner Satzung, in nichts steht das drin, dass die EZB in der Troika mitmachen kann und über Dinge entscheidet, über die eine Zentralbank einfach nicht zu entscheiden hat. Ja, über Löhne, über Sozialsysteme, über Privatisierung, also das geht die einen feuchten Kehricht an, wenn man eine strenge Gewaltenteilung macht. Aber auch hier überschreitet sie dann eiskalt ihr Mandat. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, diese Überschreitung des Mandats oder der Bruch der Regeln, das macht ja auch auf anderen Gebieten. Zum Beispiel jetzt mit der Krise umgeht Draghi das Bailout-Verbot mit dem Trick. Und deswegen ist der Chefökonom und der deutsche Vertreter in der Zentralbank zurückgetreten, deswegen ist der deutsche Bundesbankchef Axel Weber vor ein paar Jahren ebenfalls zurückgetreten unter Protest. Und deswegen steht jeden Tag irgendwas drin in unseren Wirtschaftsteilen von Zeitungen, warum die deutsche Bundesbank, warum der Weidemann und warum alle Neoklassiker finden, dass das nicht geht, was der Draghi macht, dass das eine Sauerei ist, dass er die Regeln bricht, indem er Staatsanleihen kauft. Er macht das mit einem Umweg auf dem Sekundärmarkt. Er geht also nicht hin bei Italien und sagt, also Leute, kommt, ich nehme eure Staatsanleihen, dafür kriegt ihr Geld, so läuft das in Washington. Ne? Nein, Italien emittiert seine Staatsanleihen auf dem Markt und dann kauft
Draghi, die von der Deutschen Bank oder von der Credit Agricole oder was auch immer, das heißt auf dem Sekundärmarkt. Aber mit diesem Trick, der ist nicht verboten, aber da haben die nicht dran gedacht damals, dass man mit diesem Trick im Grunde Staatsfinanzierung machen kann und Staatsbankrotte hinausschleppen kann. Das haben sie nicht bedacht und das betreibt ja der Draghi. Insofern eine trickreiche Methode, das Bailout-Verbot zu umgehen. Und dann das bereits erwähnte Quantitative Easing von Alexis vorhin erzählt, brauche ich jetzt nicht weiter zu erläutern, gehört mit dazu. Und eine dritte Komponente ist, dass die Bank den Leitzins bei Null hält, ja, beziehungsweise fast schon im Negativbereich. Das ist sehr wichtig für die Schuldenfrage. Denn jeder, der sich auskennt mit der Schuldenthematik und mit Krediten, weiß, an was ist eine Bank interessiert, wenn sie einen Kredit vergibt? An den Cashflow, an die Zinszahlungen. In dem Augenblick, wo ich die Zinsen aber bei Null halte, kratzt es mich als Schuldner eigentlich nicht, auch wenn ich eine riesen Schuldensumme im Grunde habe, ich muss ja nichts bezahlen. Ich habe die Schulden und mal sehen, was da in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren ist. Mal gucken, das ist für einen Politiker sowieso nicht so wichtig, über die nächste Legislaturperiode hinauszuschauen. Und wenn er wenig Zinsen hat, so geringe Zinsen, kann er gut leben, auch mit einer großen Schuld. Das ist das Geheimnis hinter den Niedrigzinsen. Der Sparer findet das nicht so toll, ja. Aber in dem Fall geht es auch wirklich nicht um den Sparer, sondern geht es darum, Italien vor dem Untergang zu bewahren und so manchen anderen. Sie hat diese Machtposition, das haben wir in der Krise gesehen, nicht nur, dass sie Griechenland auf die Knie gezwungen hat, sie ist auch im Grunde der einzige handlungsfähige Akteur gewesen. Das ist ein kleines Gremium mit einem autoritativen System, mit dem Chef. Das geht alles viel schneller, als wenn man mit 28 oder auch mit 19 Regierungen irgendeinen Kompromiss finden würde. Griechenland habe ich erwähnt und sie sind also Herr über den Geldhahn. Das Fazit jetzt dieses ganzen Teils, nämlich jetzt mit einem analytischen Teil nämlich fertig, ich komme gleich zu den Analysen. Fazit ist, der Euro als Währungssystem hat in dreifacher Hinsicht strukturelle Unmöglichkeiten für die Lösung von all diesen Problemen. Und zwar zum einen ist er, das war das Kapitel 1, unter dem Druck eines suboptimalen Währungsraums, wie man das nennt. Das heißt also, die Heterogenität wird nicht ausgeglichen, sondern sie wird verfestigt und sogar vertieft. Die zweite Moment ist der Effekt der Finanzkrise, der darauf kommt. Und dann kommt obendrauf nochmal als dritte Komponente die Spezifik der eben dargestellten Europäischen Zentralbank, die dazu führen, dass der Euro in seiner jetzigen Verfassung zum Untergang verurteilt ist. Das sagen jetzt auch wiederum nicht nur Linke, auch unter den meisten Mainstream-Ökonomen wird diese Auffassung vertreten. Was jetzt keine Begründung ist für mich, aber ich wollte nur darauf hingewiesen haben. Was kann man jetzt in dieser Situation tun? Wir haben schon gesehen, wie Schäuble und Co. das Problem lösen. Und da muss man als erstes sich darüber im Klaren sein, das ist kein finanztechnisches und kein währungstechnisches Problem, sondern das ist ein grundlegendes politisches Problem, um das es da geht. Und die politischen Fragen sind als erste zu klären, bevor man dann zu den technischen kommt. Man muss sich nämlich die Frage stellen, als erstes, wollen wir den Euro retten oder wollen wir ein ganz anderes System? Das ist die erste Frage, die sich stellt. Also Schäuble will den Euro retten und manche Vorschläge und Initiativen, die es gegeben hat in der Vergangenheit, laufen darauf und auch heute noch gibt, darauf hinaus, den Euro zu retten. Ich lasse die Frage jetzt mal offen. Aber klar ist für alle Debatten, auch unter uns, dass wir uns diese Frage beantworten werden. Und die zweite wichtige Frage ist, das ist sozusagen die Alternative, geht es nicht darum, den Euro zu retten, sondern geht es vielmehr darum, Spielräume zu schaffen für eine souveräne Gestaltung der wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse innerhalb der EU. Wenn man den Euro retten will, dann befürwortet man
auch seine Rolle als Katalysator für eine weitere Vertiefung der Integration in der EU. Das ist also das, was man eine eurofreundliche oder proeuropäische Linie bezeichnen kann. Und da wird auch zum Teil in linken Milieus argumentiert, ja, das wollen wir, weil es ein Gegenwicht ist in der weltpolitischen Situation gegen die Rolle des Dollars, gegen dessen Hegemonie und perspektivisch gegen andere aufkommende große Währungen wie der chinesische. Ja. Und das kann man, wenn man will, sozusagen antiimperialistisch begründen. Ja. Das gibt man, das gibt es und jeder weiß, dass diese Argumentation auch in linken Kreisen gefahren wird. Demgegenüber würde die andere Variante eher in Richtung gehen, demokratische Spielräume zu erweitern und vor allem eine sozialstaatliche und eine soziale Entwicklung innerhalb der EU zu ermöglichen, denn die Variante Schäuble, haben wir ja gesehen, baut auf dem Gegenteil. Wenn man jetzt fragt, welche dieser Varianten durchsetzbar ist, da ist ein Tippfehler drin, das ist ebenfalls zunächst einmal eine politische Frage. Die erste Frage, die man sich stellen kann, wenn man Veränderungen will, soll das im Konsens geschehen oder zumindest grosso modo die wichtigsten Spieler mit ins Boot holen in einem konsensualen und kooperativen Verfahren. Das heißt, man setzt sich zusammen in der Eurozone und sagt, so geht es nicht weiter, wir machen es anders. So. Oder man droht damit mit einem Bruch, mit einem Exit. In Frankreich gibt es inzwischen eine Entwicklung in der dortigen Linkspartei, die in diese Richtung geht. Die sagen noch nicht, wir machen den Exit, aber die nutzen die Drohung mit dem Exit als Druckmittel, als machtpolitisches Instrument, um eigene Interessen durchzusetzen. Das würde also einen Druck dann zur Kooperation erzeugen, erfordert aber eine kritische Masse. Wenn Tsipras damit droht, aus dem Euro auszutreten, ist das keine Drohung, sondern da sagt Herr Schäuble, na endlich, ja, prima, machen wir mit. Ja. Das heißt, man muss, wenn das tatsächlich für eine alternative Politik Durchsetzungskraft entwickeln soll, dann muss da entweder ein großer Spieler, also in Frankreich das macht, wenn Italien das droht, und das ist im Augenblick durchaus im Bereich des Möglichen, dass Italien in eine solche Situation kommt. Zur Berlusconi-Zeit wurde bereits eine Expertise erstellt von der italienischen Zentralbank, in der die Konsequenzen eines italienischen Euro-Austritts diskutiert. Also dort ist das kein Tabuthema, aber es wäre auch denkbar, eine kleine Gruppe von drei oder vier kleineren und mittleren Ländern. Also wenn sich Portugal, Spanien und Griechenland zusammentun, das reicht auch schon, um diesen Druck aufzubauen. Eine Variante, die den offensiven und konfrontativen Bruch macht, einen unilateralen Exit, die gar nicht erst lange droht, sondern die das einfach macht und auf diesem Wege für das betreffende Land eine Alternative dann entwickelt, beziehungsweise dann, wenn die Eurozone daran zerbricht, die Eurozone zwingt, wiederum kooperativ oder gemeinsam oder in einer Allianz von Willigen eine Alternative zu entwickeln. Auch dazu ist natürlich eine kritische Masse notwendig. So, das sind die politischen Überlegungen, die man machen muss. Und wenn man die politischen Überlegungen ungefähr klar hat für sich, dann kann man sich überlegen, wie läuft das Finanz- und Währungstechnik. Und da gibt es die verschiedensten Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Da gibt es zum Beispiel die Idee eines Nordeuros und eines Südeuros. Der Grundgedanke ist der, dass die Heterogenität, das war das erste Kapitel, die Heterogenität zwischen den Ländern ausschaltet, indem Griechenland, Spanien, Italien, vielleicht Portugal in einer Gruppe bleiben und eine gemeinsame Währung machen, die Vorteile der gemeinsamen Währung genießen könnten, die wir ganz am Anfang am Wickel hatten, ja, aber nicht dem Problem ausgesetzt sind im Wettbewerb mit Deutschland, den Niederlanden, Österreich und anderen High-Performing-Countries zu stehen. Das wäre die Lösung Nord- und Südeuro.
Es gibt den Vorschlag, den hat George Soros gemacht und auch einige andere sagen, die Deutschen sollen einfach raus, so eine eigene Währung machen und dann haben die anderen keine Probleme oder nicht mehr so viele Probleme. Ist ein Vorschlag, der ernsthaft auf den Tisch kam. Es gibt einen anderen Vorschlag, der darauf hinausläuft, den Euro als Außenwährung zu bewahren, aber innerhalb der Eurozone zwischen den einzelnen Ländern die Unterschiede auszugleichen mit Abwertungen, indem man zum Beispiel einen portugiesischen Euro und einen italienischen Euro und einen griechischen Euro macht. Das heißt, im Binnenverkehr wären Wechselkursschwankungen möglich, aber nach außen hin würde der Euro als Außenwährung weiter bestehen. Auch das liegt auf dem Tisch. Le Monde Diplomatie hat das schon vor 2 Jahren in einem langen Artikel einmal aufs Tapet gebracht. Es gibt die Idee einer sogenannten Ausgleichsunion. Das ist eine Idee, die geht auch auf Keynes zurück. Der hatte für diese Weltwährung die Idee, dass jene, die Überschüsse erwirtschaften in ihrer Handelsbilanz, gezwungen werden, durch Strafgebühren oder Ähnliches diese Überschüsse abzubauen und damit die Konkurrenzverhältnisse zu entschärfen und eine etwas harmonischere und konvergente Entwicklung zu ermöglichen. Das ist die Idee der Ausgleichsunion und die Idee ist jetzt aufgegriffen worden, auch um das innerhalb der Eurozone zu machen. Dann gibt es natürlich die sehr einfache und klare Idee, einfach zurück zu den nationalen Währungen und wir vergessen die ganze Phase der Integration, würde bedeuten, dass man Vorteile, die der Euro oder eine gemeinsame Währung haben kann, damit aufgibt und in eine Situation eintritt, in der sowieso der größte Teil der Welt steckt, nämlich jedes Land seine eigene Währung. Und es gibt einen Vorschlag, der in letzter Zeit eine gewisse Prominenz bekommen hat und auch in der linken Szene sehr diskutiert wird. Oscar Lafontaine hat sich dafür ausgesprochen, aber auch andere, Flassbeck, haben in diese Richtung argumentiert, die Etablierung des europäischen Währungssystems, wie es vor der Einführung des Währungs bestanden hat. Und ich will jetzt, das werde ich jetzt gleich etwas erläutern, wie das aussehen würde, weil es so politisch prominent ist. Das schließt nicht aus, dass man auch in den Einzelheiten diese anderen Varianten technisch durchdenken kann und auch diskutieren sollte unter uns. Ja. Aber der ist prominent und deswegen stelle ich mal ein bisschen genauer vor, wie hat das funktioniert, dieses europäische Währungssystem vor dem Euro. Das waren einmal nationale Währungen, aber diese nationalen Währungen haben untereinander über ihre Finanzminister und ihre Zentralbanken einen Schwankungskorridor für den Wechselkurs festgelegt, innerhalb dessen die Währung schwanken kann. Das heißt, sie konnte ein bisschen abwerten, aber nicht total abschmieren. Sie konnte ein bisschen aufwerten, aber sie konnte nicht total in die Höhe schießen. Also das war der Grundgedanke. Den hat übrigens Lafontaine in seiner Zeit als Finanzminister bereits gemacht gehabt. Das war einer der Gründe, warum er als der gefährlichste Mann Europas seinerzeit von den USA und anderen angesehen worden ist. Und das dritte Moment ist, wenn der Wechselkurs auf der einen oder anderen Seite über die Wand des Korridors hinausschießt, interveniert die entsprechende Zentralbank und stabilisiert ihn und holt ihn wieder zurück in den Korridor. Wie macht die Zentralbank das? Indem sie die Währung aufkauft oder die Währung abstößt, je nachdem. Wenn sie zu hoch bewertet wird, ja, dann schmeißt die Zentralbank Währung auf den Markt und dann sinkt ihr Wert und umgekehrt nimmt man die Währung vom Markt, das heißt die Zentralbank kauft dann auf ihre eigene Währung und damit holt sie das wieder zurück. Wenn man das grafisch darstellt, die Wechselkurse schwanken also ständig, ja, in einem frei flotenden System auf und ab und wenn man jetzt hingeht, einen Korridor bildet, der per Extrapolation und mathematischen Methoden von den Zentralbanken festgelegt wird. Und dann bleibt das dazwischen und wenn es rausgeht, hier interveniert eben die Zentralbank in der eben von mir geschilderten
Weise. Und so geht das weiter und wenn an der anderen Wand das passiert, wird wieder interveniert und dann kehrt die Währung wieder in den Korridor zurück. Der Kerngedanke dessen ist, es geht um eine Kontrolle des Marktes und die Handlungsfähigkeit des Nationalstaates, aber eben nicht im ganz klassisch nationalstaatlichen Sinne. Es ist drin eine Komponente der Kooperation und damit der Möglichkeit der Konvergenz heterogener Volkswirtschaften. Auch das wollte Keynes seinerzeit mit der Erfindung einer gemeinsamen Weltwährung. Das sollte kein Selbstzweck sein, sondern sollte dazu dienen, die Entwicklungsunterschiede in den Volkswirtschaften auszugleichen. Die Vorzüge dieses Systems sind jetzt, das gibt es immer noch, trotz Euro, das wissen die allerwenigsten, das etabliert, da gibt es feste Regeln, die laufen bei der EZB, kann man die nachlesen, und vor allem es funktioniert, weiß auch kein Mensch, nämlich zwischen Euro und der dänischen Krone. Wer wusste das? Dann Fisma. Ja. Es ist, ne, es ist interessant, dass kaum ein Mensch in den Medien lesen, hören, sehen kann oder sowas, dass ein EBS-System gibt, zwar in Schrumpfform, früher waren da alle Großen drin, denn die D-Mark, der Franc, die Lire und so weiter, durch den Euro sind die da jetzt natürlich nicht mehr betroffen, aber mit Dänemark läuft das genauso immer noch. Und wenn man sich die Wirtschaftsdaten von Dänemark anguckt, die haben zwar auch die üblichen Probleme aller kapitalistischen Wirtschaften, aber insgesamt geht es ihnen gut im Vergleich zur Eurozone. Das heißt, dieses System funktioniert, die dänische Krone schwankt. Das heißt, die können abwerten und aufwerten, kann die Regierung in Kopenhagen Einfluss nehmen, sie hat diese Stellschraube in der Hand und sie nutzt auch dieses System gegenüber dem Euro. Voilà. Und insofern hätte dieses System den Vorzug, man müsste es nicht neu erfinden, man müsste vielleicht ein paar Sachen verbessern und man müsste die Rolle der EZB natürlich auch redefinieren, man müsste die EZB demokratisieren und dann könnte ein solches System ohne allzu große Schwierigkeiten weiter funktionieren. Es ist nämlich eben nicht antieuropäisch im Sinne von jeder macht nur seinen eigenen Laden, die Deutschen mit ihrer Mark und die Italiener mit ihrer Lira, sondern es hat diese Kooperationskomponente. Allerdings hat das Modell auch Grenzen, das muss man dazu sagen, wie all diese Währungsfragen haben die zwar Einfluss auf Soziales, auf Wachstum und so weiter und so fort, aber zunächst einmal sind die politischen Durchsetzungschancen außerordentlich gering. Warum? Und kurzfristig würde ich sagen. Aber wie gesagt, durch den Vorschlag von Lafontaine und anderen auch im Ausland kann sich das vielleicht verändern und vor allem unter dem Druck der Krise kann sich das verändern. Es gibt ein großes Problem, das ist die affektive Bindung an Währung. Wir haben alle früher darüber gelacht, dass die Deutschen so scharf sind auf ihre D-Mark und so Schwierigkeiten haben, sich davon zu trennen und sie heiß und innig lieben. Die Älteren wissen das noch. Da haben wir gelacht und jetzt haben wir ganz blöd geguckt, als das in Griechenland ganz ähnlich war. Die lieben auch den Euro nicht einfach deswegen, weil sie währungspolitische Kenntnisse haben und wissen, was das nützt und was das schaden kann, würde man sagen, da ist der Anzahl der Leute in Griechenland, lässt sich abzählen, die das wissen, sondern es gibt da eine affektive Bindung. Es gibt diese Vorstellung, dazu zu gehören, zu diesem Club der reichen, schönen Jungen und so weiter. Das sind psychologische Faktoren und es ist natürlich die sehr verständliche Angst, muss man auch verstehen, vor dem Sprung ins Ungewisse, in etwas Neues. Ja. Alle größeren Brüche, alle größeren Veränderungen im Politischen führen dazu, die, sagen wir, recht fast schon natürliche konservative Grundhaltung vieler Menschen herauszufordern. Also das macht das Ganze schwierig und hinzu kommt natürlich, dass auch bei uns, und das gilt noch mehr in Frankreich, die Linke da zögert, weil es eine Forderung ist, die von der Rechten
kommt und die Rechte viel stärker ist. Und die Rechte das allerdings anders begründet, nämlich aus nationalistischen Gründen. Frankreich soll wieder groß sein, das ist das Motiv. Und nicht den Lohnabhängigen soll es besser gehen, das ist unsere Motivation. Und es löst eben auch nicht, weil es nur ein Teilproblem der EU löst, all die anderen Probleme, die mit verbunden sind. Ich komme jetzt zum letzten Bild. Diese Debatte, die wir jetzt auch hier heute erfreulicherweise haben, ist auch an anderer Stelle aufgebrochen. Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die jetzt versuchen, die ganze Problematik politisch von links zu befördern und das Terrain damit nicht mehr der AfD, den Rechten zu überlassen. Da gibt es zum einen als Plan B bezeichnet eine Konferenz, die letztes Wochenende stattgefunden hat in Paris. Mélenchon, das ist der Chef der französischen Linkspartei, La Fontaine, Konstantopoulos, das ist die griechische Parlamentspräsidentin, ist sie noch? Muss ich mir fragen. Und ein paar andere, ein Staatssekretär aus dem italienischen Finanzministerium, haben diese Initiative gestartet und die hat am letzten Samstag getagt in Paris. Und die Idee ist, das zu einer europäischen Institution zu machen. Und im Juni, Juli ist geplant, so ist es angekündigt worden in Paris, in Berlin, eine solche Konferenz zu machen. Und dann soll das weitergehen nach Rom und so, in diesem Verfahren. Und damit soll durch Promi-Figuren wie La Fontaine, wie Mélenchon und so weiter, die öffentliche Debatte und auch die Debatte innerhalb der Linken angestoßen werden über die Währungsfrage. Es gibt eine parallel entstandene Initiative, die eine Konferenz in Madrid machen will, die sich politisch etwas unterscheidet, das mal ein bisschen platt, ich mag diese Kategorie nicht, aber platt ist etwas gemäßigter. Ja. Findet jedenfalls statt und es gibt auch Überlegungen, ob man sich mit dem anderen Projekt zusammenschließt oder so. Aber das ist alles im Fluss, das ist alles im Umbruch, im Aufbruch. Es gibt die bereits erwähnte Initiative von Varoufakis. Varoufakis war übrigens ursprünglich beim Aufruferkreis von Plan B in Paris dabei, hat sich dann zurückgezogen. Das zeigt, Alexis hat das angedeutet, dass es da inhaltliche Unterschiede gibt. Die Situation in Frankreich würde ich so einschätzen, also mit Mélenchon. Die waren in der Vergangenheit das, was man als pro-europäisch gemeinhin bezeichnet, für den Euro. Und sie versuchen jetzt, davon wegzukommen. Und wenn man so eine Partei am Halse hat als Parteichef, das ist auch nicht einfach, so einen Tanker jetzt umzulenken, auf einen anderen Kurs zu machen. Zumal die Rahmenbedingungen schwierig sind. Die sind nämlich Mitglied der Front de Gauche, einer Linksfront, ein Wahlbündnis, in dem zum Beispiel die KP Frankreichs ist, die nach wie vor ganz stark eurofreundlich und proeuropäisch agiert. Also es ist ein Übergangsprozess, von dem man noch nicht weiß, wie er weitergeht, aber innerhalb der Linkspartei wird von Bruch oder zumindest von der Androhung eines Euro-Exits gesprochen, um die Merkel oder die Deutschen zu Kompromissen zu zwingen. Es gibt dann nochmal eine Initiative, die sehr weit links angesiedelt ist und im Sommer in Athen getagt hat, am Tag des Referendums und inzwischen auch sich nochmal getroffen hat, die für sich schon klipp und klar entschieden hat, eine Lösung des Problems A, sowieso Schluss mit dem Euro und zurück zur nationalen Währung. Punkt. Und sonst nichts weiter. Also jede weitere integrative, kooperative, internationale Variante ausschließen möchte. Dazu gehören, ich glaube, die griechische KP, wenn ich mich recht entsinne. Und dann gibt es jetzt ein hier bei uns unabhängig ebenfalls von all den Dingen entstandenes Debattenforum, das selbst noch gar keinen Namen hat, mit ein paar Intellektuellen vom Max-Planck-Institut, mit Alexis Passadakis dabei, mit Attakis dabei, aber nicht Attac offiziell, mit Leuten aus dem Gewerkschaftsbereich etc., die versuchen wollen, ein Debattenforum zu schaffen, in der ohne eine völlige Festlegung von vornherein diese Fragen sozusagen diskursiv bearbeitet werden sollen. Ein Grundkonsens ist, dass der Euro nicht geht und dass man da was anderes finden muss, aber ob man sich auf ein EWS dann festlegt oder anderes, ist in diesem Kreis
noch umstritten. Und die planen ebenfalls öffentliche Veranstaltungen, Seminare, Konferenzen, Publikationen. Kurzum, wir merken an diesen Vorgängen, dass die Thematik A, Euro, Währung und ihr Stellenwert für die weitere Zukunft der EU, aber auch darüber hinaus, was sind unsere Zukunftsvorstellungen von der EU, was soll daraus werden, am Aufbrechen sind und dass wir in einer Phase uns befinden, in der eine Neujustierung der europapolitischen Positionen auf der Linken ansteht und wahrscheinlich stattfinden wird. Wie immer widersprüchlich, kontrovers, vielleicht auch mit Spaltungsproblemen behaftet, whatever. Aber, und das finde ich jetzt toll, wir sind heute Morgen mit dieser Veranstaltung Teil dieses Öffnungsprozesses in unseren Gehirnen, darüber nachzudenken, was kann man als Alternative zu dem Euro entwickeln, das eine emanzipatorische Stoßrichtung hat, nämlich soziale Gerechtigkeit und Demokratie befördert. Und dem Verhältnis der einzelnen Staaten untereinander hat. Vielen Dank nochmal dazu. Du hast ja deine Zeit ein bisschen ausgedehnt, oder? Aber ich denke, ich hätte Prügel bekommen von euch, wenn ich ihn unterbrochen hätte. Von daher ist die Frage jetzt an die Organisation gekommen. Haben wir noch Zeit für den? Haben wir nicht mehr. Also, wer zu dem Thema weiter diskutieren will, sei auf den Workshop verwiesen heute Nachmittag. Haben wir dann Gelegenheit, nochmal die ganzen Fragen, die jetzt aufgetaucht sind, die sicherlich in großer Zahl da sind, intensiv nochmal mit jeder zu diskutieren. Danke.